liebsten haue ich Stefan Pütz in die Fresse. Holy shit, ist das eine schwere Frage. Nimm deinen Arm weg! Ja. Alles easy. Mit dir? Wie lange hast du geschlafen? Nicht so lange. Ich lange genug. Sieht man mir's an? Ich esse vorm Sparring gerne eine Banane mit Erdnussbutter und ein paar Nüssen. Das war's. Welche Rolle spielt denn Ernährung in deinem Alltag? Es kommt drauf an, ob ich in der Vorbereitung bin oder nicht. Wenn ich nicht in der Vorbereitung bin, esse ich auf jeden Fall wesentlich mehr, also viel mehr Carbs. Trotzdem muss man ja aufpassen, was man isst. Da ist er, das. Warte, ich schon weg in den Park des Autobus. Ja, sag doch mal der Kamera hallo. Hey. Wir haben jetzt Samstag, 12 Uhr, Sparringsday. Bin gespannt, wer alles kommt. Wir haben immer mal ein paar Camper von außerhalb. Wir haben unsere Jungs. Wird immer gut gepusht. Wer ist dein Lieblings-Sparringspartner? Mein Lieblings-Sparringspartner? Am liebsten haue ich Stefan Pütz in die Fresse. Aber er traut sich nicht mehr ins Gym, wenn ich komme. Es gibt grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen an Sparring. Macht ihr hartes Sparring, technisches Sparring? Heute ist schon härteres Sparring. Samstags ist so der Tag, der am meisten an Wettkampf rankommt von der Intensität. Super Workout für eure Koordination, um Fett zu verbrennen, warm zu laufen, generell Seilspringen ist super, super hilfreich. Ich kann euch empfehlen, verwendet die Seile von Everjump. Mit Code KOGA spart ihr mindestens 10%. Immer, seit 10 Jahren. Wie wichtig ist Musik beim Training? Oh, ich liebe Musik. Ich bin musikverrückt. Musik geht alles besser, alles. Schön technisch, Stefan wird jetzt kämpfen, deswegen Bewegung, Eingänge, sowas, das ist für Stefan wichtig wird. Keep moving. Yes, move. Yep. 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 Y
Schwein. Viele Leistungssportler, aber auch normale Leute leiden einfach unter Verschleiß von den Gelenken. Dafür kann ich euch empfehlen Kollagen Typ 2 von ESN oder Kollagen Peptides. Es sorgt einfach dafür, dass meine Knorpel, meine Sehnen, Knochen, generell die Gelenke besser versorgt werden. Und deswegen meine Empfehlung: mit Code KOGA spart ihr mindestens 10%. Runde 4 mit Budenko, Fazit. Super Sparringspartner. Ultrakraft. Hat, keine Ahnung, über 80 Kämpfe. Der Mann hat alles gesehen. Schon! Schon! Great session. Fly and attitude. I know you are Cameraception. Ich nehme dich auf, du nimmst mich auf. Und warte, kennst du das Meme? Das Spider-Man-Meme. Was gibt's? Was kann ich tun? Ich hatte es wieder ins MMS Bild verschlagen. Ja. Was ist diesmal der Anlass dafür? Diesmal ist natürlich der Anlass, Christian kämpft, Stefan kämpft, Katharina kämpft nächstes Wochenende. Und wir machen ein paar Aufnahmen, ne? Nochmal ein bisschen Welle machen für die Kämpfe, ein bisschen Werbung machen auf meinem Kanal für sie. Und ein bisschen begleiten, schauen, wie sie sich jetzt auf diesen Kampf vorbereiten. Und das war es eigentlich auch schon. Wenn du siehst, MMA-Sparring, bist du ein versierter Boxer, das wissen die Leute mittlerweile. Wie sieht es bei dir aus? Mit MMA. Ich bin jetzt mittlerweile ein bisschen im MMA-Training drin, habe schon ein paar Einheiten gemacht, Grappling, Bodenkampf, alles. Was willst du? Was will er? Ich trau dem nicht. Weißt du, das Ding ist, ich trau dem Max einfach nicht mehr. Lass mal uns so drehen, dass ich ihn immer im Blick habe, während ich rede. Ich habe ein paar Einheiten MMA gemacht am Bodenkampf. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so verloren am Boden und so. Aber natürlich, meine große Liebe ist weiterhin Fäuste hoch und knallen. So. Aber ja, ich muss natürlich ein bisschen MMA machen, damit ich auch einfach vielleicht irgendwann mal mit so einem Max oder so auch ein MMA-Sparring machen kann. Wie sieht das generell aus? Du bist ja wahrscheinlich, du trainierst aktiv Kampfsport und so weiter. Deine Wettkampfzeit liegt schon ein bisschen zurück. Können wir da vielleicht ein sportliches Comeback erwarten? Es stehen ein paar Sachen in Aussicht. Aktuell bin ich leider verletzt. Ich habe mir die Rippen leider verletzt vor 2 Wochen. Deswegen muss ich gerade aktuell pausieren mit dem Training. Aber wartet mal ab, wenn ich wieder fit bin. Da könnte was passieren bald. Und zu guter Letzt, ein YouTuber, mit dem du dich richtig gerne mal schlagen willst. Boah, das ist eine schwierige Frage.
Ron Bielecki. Ron Bielecki. Nein, nein, warte mal. Ron Bielecki. Holy shit, ist das eine schwere Frage. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich höre es. Mir fällt niemand ein. Kein konkreter Fußballspieler. Alle können. Die Hände sind bereit für alle. Was steht heute noch an? Ey, das wird heute ein harter Tag für mich, denn mein großer Bruder hat Geburtstag. Ich gehe jetzt gleich Axt werfen mit meinem großen Bruder. Danach bin ich später bei Dü eingeladen, bei Dü Marok. Da werden wir uns später blicken lassen. Und Edmond will mit mir nach Istanbul, weil er will diese Glatznation auch verlassen. Hat er mir gerade ins Auge. Fake News. Das ist alles Fake News. Ratte, nimm deinen Arm weg von mir. Alex, one shot, kontrolliert. Das war erbärmlich, Junge. Ganz hart. Lascha. Auf. Auf. Du bist so scheiße, Junge.